Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part sind wir in Ebenholz City angekommen und ich habe jetzt offscreen ein bisschen trainiert. Unser Team sieht jetzt so aus. Ich habe 5 von 6 Pokémon auf Level 40 trainiert. Das war unglaublich viel Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Pokémon alle so Level 34, 35 hatten. Ich habe südlich von Ebenholz City trainiert und zwischen Mahagonia City und dem Eispfad auf dieser kleinen Wiese auf dem Wasser. Ja, was ist großartig passiert? Igelava hat sich weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall war das ziemlich viel Arbeit. Takoro habe ich nur auf 38 trainiert, weil er hat sich wirklich schwer getan mit dem Training. Er hat jetzt momentan einen EP-Teiler, das heißt in der Arena gleich wird er noch ein bisschen aufsteigen im Level, hoffe ich einfach mal. Wir schauen uns mal die Attacken an. Bardi hat Lake gelernt für Aquavelle, weil Aquavelle hat eine Stärke von 60 und Lake hat eine Stärke von 65. Und hat dann noch diesen kleinen Nebeneffekt hier. Michi hat Psystrahl gelernt auf Level 36, wofür ich sehr dankbar bin. Amde hat Drachenstoß gelernt von alleine, ist eine ziemlich gute Attacke. Hat leider nicht so die super Genauigkeit, aber ansonsten ist das wirklich ziemlich gut. Ich habe ihm Kaskade beigebracht, weil irgendwer muss sowieso Kaskade lernen. Und Dragoran ist später sowieso eher physisch ausgelegt. Und ich habe ihm mal Draco-Meteor beigebracht für Drachenwut. Ist jetzt vielleicht nicht so ideal, weil es eine spezielle Attacke ist, aber auf jeden Fall besser als Drachenwut. Ich glaube, Lina hat nichts Neues gelernt. Benny hat Flammensturm gelernt. Eine ziemlich gute Attacke, vor allen Dingen, weil sie speziell ist. Und weil das auch viele gewollt haben, habe ich ihm auch mal Fokusstoß beigebracht für Zerschneider. Hat auch nicht so die tolle Genauigkeit, aber ist sicherlich nicht verkehrt. Und ich glaube, Takoro hat nichts Neues gelernt. Ja, das müsste das Team sein, mit dem wir uns jetzt Richtung Arena begeben. Also wie gesagt, ich habe eigentlich ganz gut trainiert. Es hätte vielleicht auch Level 36, 38 gereicht. Aber im Hinblick auf die Pokémon-Liga denke ich mal, ist es nicht verkehrt, ein bisschen mehr zu trainieren. Auf geht's! Hey du, zukünftiger Champ! Hier in der Arena ist das gefährlich, man hat nie festen Boden unter den Füßen. Du packst dein Pokémon lieber weg. Gut, nun ans Eingemachte. Sandra setzt im Kampf die mystischen und ehrwürdigen Drachen-Pokémon ein. Mit Kuschelattacken kommst du nicht bei diesem Typ weit. No, ich mag Kuschelattacken. Man hört allerdings, sie seien anfällig gegen Eisattacken und Drachenattacken. Ich mag diese Arena hier sehr gerne, allerdings müssen wir da alleine durch, unsere Pokémon können uns nicht hinterherlaufen. Wäre auch ein bisschen gefährlich, hier ist alles voll mit Lava. Hiermit können wir, soweit ich weiß, die Plattform drehen und hiermit können wir sie bewegen. Zack. Zack. So. Und uns damit neue Wege schaffen. Ich mag das Prinzip der Arena. Ist es dein erster Kampf gegen Drachen-Pokémon? Dann pass mal auf. Sollte aber kein Problem sein. In Gold-Silber-Kristall ist das Arena so ein bisschen anders aufgebaut. Da muss man mit Stärke Felsen durch Löcher schubsen, um sich dann letztendlich den Weg zu ebnen. Hier ist das Ganze ein bisschen anders. Hier hat man eben diese Plattform, die man drehen muss, um sich den Weg durch die Lava zu bahnen. Ich finde beides ganz cool, aber ich muss wirklich sagen, dieser Aufbau hier gefällt mir noch einen Ticken besser. Obwohl es natürlich nicht ganz so auf Drachen-Pokémon hinweist. Das sieht für mich eher ein bisschen wie eine Feuer-Pokémon-Arena aus, aber egal. Die Arena ist trotzdem toll. Ja, mit Bardi sollten wir überhaupt keine Probleme haben. Ich meine, wir haben Level 40 und wir haben Eisstrahl. Step-Attacke sehr effektiv. Also da sollte uns nicht so viel in die Quere kommen. Das einzige Problem, was wir haben, zum einen, dass es hier ein paar Wasser-Pokémon gibt, wie zum Beispiel Seemon. Und dass wir, ja, genau, nur 10 AP auf Eisstrahl haben. Aber ansonsten sollten wir eigentlich keine Schwierigkeiten haben mit Bardi und Lina.
Die beiden werden das auf jeden Fall schaukeln. Wenn man kein Eis-Pokémon hat, beziehungsweise keine Eis-Attacke, kann das hier schon ein bisschen mies werden. Also die Arena ist nicht ohne. Drachen-Pokémon sind ziemlich stark, wenn man nichts Effektives hat. Aber wie gesagt, wir sollten hier eigentlich ganz gut durchkommen, denke ich. Aber es kann natürlich immer noch was Unvorhersehbares passieren. Hoffe ich aber einfach mal nicht. Schade, schade, Schokolade. Oh ja, Schokolade wäre jetzt auch toll. Und du bist die Nächste. Drachen sind ehrwürdige Pokémon, sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann kannst du sie nicht besiegen. Das kann ich, glaube ich, schon. Ich mag Drachen-Pokémon total gerne. Zum einen, weil ich sie einfach optisch total toll finde. Ich finde Dratini total süß, ich liebe Seedraking, Libeldra und was es da noch alles so gibt. Außerdem sind sie ja relativ unempfindlich gegen so Standardangriffe wie Wasser, Feuer, Pflanze, Elektro. Es sei denn, sie haben noch einen zweiten Typ. Es ist natürlich ziemlich gut, nur sie sind eben extrem anfällig gegen Eis und gegen Drachenattacken, wobei sie im Gegenzug auch effektiv gegen Drachenattacken sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Drache ist eben effektiv gegen Drache. Deswegen möchte ich Amde hier eigentlich auch nicht unbedingt rausschicken, weil das könnte böse ausgehen. Vor allem, weil der Drachenstoß eben nur eine Genauigkeit von 70 oder 75% hat. Deswegen ist das nicht ganz so toll. Ach, das war's schon. Das war gar nicht so schlecht. Thank you! Ich weiß gar nicht, wofür der Teleporter hier ist. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zum Eingang, falls wir zum Pokémon Center möchten. So? Nee, so nicht. Nein. Oh, so kann ich nicht drehen. Okay. So? So? Nein, so auch nicht. Okay. So? Nee, so eigentlich auch nicht. Okay. Die Arena verwirrt mich immer ein kleines bisschen. Muss ich ja mal so zugeben. Nicht alle Kämpfer hier verwenden Drachen-Pokémon. Es gibt Pokémon, die noch stärker sind. Das ist mein Spezialgebiet. Die noch stärker sind? Da bin ich mal gespannt. Wehe, du hast jetzt einen Seemon. Ein Seepa. Super. Also, klar, Seemon entwickelt sich zu Seedraking und Seedraking ist Wasserdrache vom Typ her. Aber ich finde es dann ein bisschen lächerlich, dass die hier Seepa haben und sowas. Also das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das ist ein Drachen-Pokémon-Arena. Kommt jetzt noch ein Seemon? Jawohl, dann wechsle ich mal wieder auf Lina. Ich meine, wir könnten hier mit Sicherheit auch mit Michi agieren, mit Psycho-Attacken, die wären zumindest normal effektiv. Takoro würde ich hier nicht unbedingt empfehlen, Benny auch nicht. Ja, Amde vielleicht. Aber wie gesagt, das wäre etwas schwierig. Mal schauen, wie gut wir hier jetzt durchkommen. Ist die letzte Arena von Johto. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch meine Lieblingsarena. Ich liebe Drachen-Pokémon. Und ich mag einfach die Arena total gerne. Ich liebe Drachen-Pokémon-Arenen. Ich weiß nicht warum. Fast so sehr wie Eis-Pokémon-Arena, aber nur fast. So. Hallöchen. Ich habe an Sandras Seite ein hartes Training durchlaufen. Ich kann gar nicht verlieren. Ich muss aber dazu sagen, ich mag Sandra als Arenaleiterin sehr, sehr gerne. Allerdings in den Spielen ist sie ziemlich arrogant. Sehr, sehr arrogant. Also in Gold, Silber, Kristall und Hard Gold, Soul, Silver mag ich sie überhaupt nicht vom Charakter her. Ihre Pokémon ja, aber vom Charakter her überhaupt nicht. Werdet ihr noch feststellen, warum. Im Anime dagegen fand ich sie super. Im Anime war sie richtig sympathisch. Da hat sie ein Dratini gehabt, was sie quasi beschützt hat und was sich dann zu Dragonir entwickelt hat. Und ich meine, da hieß sie auch Claire, nicht Sandra. Keine Ahnung, warum sie umbenannt haben. Aber im Anime fand ich Sandra oder Claire total toll. Und nicht nur, weil Claire so ähnlich klingt wie Eclair, sondern einfach, weil ich sie vom Charakter her total toll fand. Keine Ahnung, warum sie hier in dem Spiel so doof ist. Naja, irgendwas wird sich Nintendo dabei gedacht haben. Oh, diese Schmerzen. Entschuldigung. Mein Fehler. Da ist wieder ein Teleporter. Hi. Die Chance, gegen dich zu verlieren, nicht mal 1%. Na, ich weiß ja nicht. Hast du wenigstens ein Drachen-Pokémon? Ja, wunderbar. Muss ich wenigstens nicht wechseln. Aber man sieht schon, Level 38, also die sind nicht ohne.
Da bin ich mit meinen Leveln eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das Offscreen-Trainieren ist so schrecklich. Vor allen Dingen, weil die wilden Pokémon ja alle nur Level 23 haben oder so. Und zwischen 200 und 400 E-Punkten geben. Das ist nicht schön. Oh, Level Up, schön. Eigenartig. Ja, vielleicht. Komme ich jetzt schon zu Sandra? Ich meine ja, oder? Ich gehe mich auf jeden Fall einmal kurz heilen. Hui! Weil ich nicht mehr ganz so viele AP habe. Wir sehen uns sofort wieder. So, da wären wir auch schon wieder. Wie drehen wir das einmal am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich tue mich hier wirklich immer ein bisschen schwer. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Ich sollte vielleicht irgendwie da hochfahren. Zack. Zack. Hep. Hep. Na, nicht so ganz. So. So nützt mir das auch nichts. Ich muss das schon irgendwie so drehen. Das war aber irgendwie auch doof. So auch nicht. Ich bin verwirrt. So, das sieht doch gut aus. Aha. Wunderbar. Dann werde ich hier nochmal speichern und auf jeden Fall Lila nach vorne tun. Denn in Gold, Silber, Kristall hat sie Dragonier vorne. Da hat sie drei Dragonier und einen Seedraking. Und hier hat sie Garados vorne. Zwei Dragonier und ein Seedraking dann nochmal. Also beim ersten Mal in Heart, Gold, Soul, Silver fand ich das ziemlich gemein, dass sie auf einmal einen Garados hatte. Okay. Ich bin Sandra, der beste Drachenprofi der Welt. Selbst die Top 4 der Pokémon-Liga können mir nicht das Wasser reichen. Na, willst du immer noch gegen mich antreten? Gut, dann wollen wir nicht lange fackeln. Ich ziehe stets alle Register. Gleich, welcher Trainer mir gegenübersteht. Dann wollen wir noch mal sehen. Leiterin Sandra mit Garados, Level 38. Übrigens sind alle ihre Pokémon weiblich. Nur mal so als Fun Fact. Bedroher ist mir egal, weil ich sowieso speziell angreife mit Ladungsstoß. Oh, Drachenwut, jetzt habe ich aber Angst. Das sollte jetzt nicht so viel Schaden anrichten. Logischerweise 40 KP. So, du hast eine Vierfachschwäche gegen Elektroattacken. Das kannst du eigentlich nicht überleben. Nee. Also Garados ist immer nur eine Zielscheibe eigentlich. So, jetzt kommt Dragonier. Das macht Badi. Also vor Garados und ihren beiden Dragonier habe ich eigentlich überhaupt keine Angst. Nur vor ihrem Seedraking. Es sei denn, sie kommt jetzt mit so tollen Attacken wie Donnerwelle. Nee, Drachenpuls. Okay. Das ist übrigens die Arena-Attacke. Die bekommen wir auch nach dem Kampf. Mehr oder weniger nach dem Kampf. Okay. Das war gut. Frage ist, kommt jetzt ein anderes Dragonier? Ja. Dann kann ich einfach so weitermachen. Du machst auch nochmal Drachenpuls, okay. Die Frage ist, Seedraking ist Drache Wasser. Ich könnte also entweder Eisstrahl machen oder Ladungsstoß. Würde beide auf das gleiche hinauskommen. Die Frage ist, wer von den beiden hat mehr Spezialangriff? Da muss ich gleich mal nachgucken. So, Bericht. Du hast einen Spezialangriff von 76 und du hast 108. Also wäre Lina eigentlich schlauer, aber Lina ist jetzt auch schon ein bisschen angeschlagen. Ich schicke jetzt mal Takoro raus. Takoro muss jetzt einmal die Stellung halten, damit ich Lina heilen kann. Das schaffst du schon, Takoro. Jetzt kommt Seedraking. Ich liebe Seedraking. Nur noch eins, dann fängt der Kampf jetzt richtig an. Level 41, also nicht zu unterschätzen. So, Hypertrank. Wobei, ein Supertrank würde auch reichen. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. So. Okay.
Du machst Hydropumpe. Oh, das könnte wehtun. So ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen sehr. Okay, aber wir haben Lina geheilt. Das ist die Hauptsache. Gut. Dann machen wir jetzt Ladungsstoß. Ich könnte auch Donner machen, aber der Donner ist mir echt zu riskant. Vor allem nach der Rauchwolke. Jetzt sowieso. Aber wir treffen. 3 Attacken? So irgendwie? 3. Ja, aber du bist paralysiert. Das ist gut. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich sowieso einen Hypertrank geben in der nächsten Runde. Davon gehe ich mal stark aus. Wobei, mit einer Beere? Und jetzt ist die Frage... Naja, jetzt reicht unser Ladungsstoß wahrscheinlich nicht mehr. Hydropumpe, schön. Wie viel Schaden macht die Hydropumpe? Ah. Das ist doof. Wir müssten rein theoretisch noch eine Hydropumpe aushalten. Du machst Rauchwolke. Wieso machst du Rauchwolke? Willst mich nur ärgern. Hypertrank. Hätte ich mir eigentlich denken können. Aber nein, ich muss natürlich angreifen. Aber wenigstens treffe ich, das ist gut. Aber ich denke mal, ich werde mich jetzt auch heilen. So irgendwie. Vorsichtshalber mal. So. Was du kannst, kann ich auch. Ich mag übrigens die Kampfmusik bei den Arenaleitern. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich mag die total gerne, die Kampfmusik. Warum macht das jetzt mehr Schaden? Egal, ich kann mich jetzt nicht immer nur heilen, das ist das Problem. Okay. Die Frage ist, ob Badi jetzt nicht vielleicht sogar schlauer wäre. Wow. Weil Badi ja die Hydropumpe wahrscheinlich besser wegstecken würde. Wobei, sie hat ja nicht so viele Attacken davon. Bald wird sie keine Hydropumpe mehr einsetzen können. Dann kannst du noch Rauchwolke, wahrscheinlich Drachenpuls und keine Ahnung was. Ja, Drachenpuls. Was ist denn dann die 4. Attacke? Erholung? Ich hoffe mal nicht. Erholung wäre echt mies. Ach komm, Lina, du hast doch die ganze Zeit getroffen. Oh je. Noch stehen wir. Und ich habe noch ein paar Hypertränke. Und du bald keine Hydropumpe mehr. Aber Seedraking ist so ein tolles Drachen-Pokémon. Ich liebe Seedraking, wirklich. Und wenn ich die Chance hätte, hier in diesem LP zu tauschen, dann hätte ich mir auch einen Seedraking gemacht. Ich liebe es einfach. Ach Mensch, warum? 0 Runde, schön. Also langsam wird das lächerlich. Ach, Hyperstrahl kannst du noch, okay. Das macht aber eigentlich gar nicht so viel Schaden. Aus Prinzip habe ich jetzt mal Donner gedrückt. Wenn der Ladungsstoß schon nie trifft, dann vielleicht wenigstens der Donner. Oh, das ist gemein. Das war klar. Ich habe jetzt aber mal Donnerschlag gemacht, weil, keine Ahnung, ich muss ja nicht meine ganzen Attacken verpulvern. Ist das spannend. Aua. Egal. Ich will jetzt Badi reinholen. Vielleicht kann ich es ja einfrieren. Wäre voll toll. Und ich habe immer noch Beleber dabei. Da unten ist... Badi ist angeschlagen, stimmt ja. Egal. Habe ich einfach mal verdrängt. Dann gebe ich dir auch erstmal einen Trank. Vielleicht macht sie ja irgendwas Doofes. Drachenpuls. Wie viel Schaden macht Drachenpuls bei Badi? Nicht viel. Das ist gut. Aber Seedraking ist schneller. Das darf ich nicht vergessen. So. Okay, macht ungefähr genauso viel Schaden. Sie hat mir jetzt 103 KP mit 2 Attacken abgezogen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch einen Drachenpuls aushalten, aber ich möchte es eigentlich nicht riskieren. Ach je.
Warum ziehen sich die Arena-Kämpfe bei mir eigentlich immer so? Ich weiß es nicht. Und dabei habe ich schon so gut trainiert. Oh nö, warum Rauchwolke? Aber wenigstens treffen wir noch. Noch. Ich hoffe, das bleibt so. Mach mal einen Volltreffer, bitte, Buddy. Bitte. Hyperstrahl, okay. Wenn wir das aushalten, und wenn wir jetzt treffen, haben wir gute Karten. Warum denn? Aber wir haben noch eine Runde. Du musst dich nämlich aufladen. Dankeschön. Tschüss, Seedraking. War mir ein Vergnügen. So überhaupt gar nicht. Ich soll verloren haben? Ich will das einfach nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Ich denke nicht. Und jetzt kommt das, warum ich sie hier in dem Spiel überhaupt nicht mag. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich mag verloren haben, aber jemand mit deiner Einstellung ist in der Pokémon-Liga so gut wie verloren. Ich weiß. Auf der Rückseite dieser Arena liegt ein Ort, der die Drachenhöhle genannt wird. In ihrer Mitte steht ein kleiner Schrein. Begib dich dorthin. Wenn sich dort herausstellen sollte, dass du deine faulen Ideale aufgegeben hast, werde ich dich auch als einen Trainer ansehen, der würdig ist, den Orden zu erhalten. Na toll. Auch das noch. Also die Sache mit Bianca war ja eine Sache, dass sie uns den Orden nicht geben wollte. Aber das ist schon irgendwie unverschämt von ihr. So, ich speichere mal einmal kurz. Gut, dann ist unser nächstes Ziel also die Drachenhöhle. Hinter der Arena. Aber ich denke, das machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Weil damit jetzt anfangen und mittendrin aufhören, ist irgendwie doof. Okay, dann würde ich sagen... Okay, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Heart Gold und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!